Wie generieren Sie nun Kontakte, und zwar bei der richtigen Zielgruppe, die an Ihrem Angebot interessiert sind? Sie erstellen einen sogenannten Lead-Magnet. Auf Deutsch würde man sagen Kontaktmagnet. Ein Lead-Magnet stellt den Nutzen für Ihre Kunden heraus und offeriert einen Deal, das heißt ein Angebot, das man schwer ablehnen kann. Das Prinzip ist, erst geben, dann nehmen. Ein wichtiger Aspekt, die Konversion. Man nennt dies auch Abschlussrate. Wie kommen Sie zu einer hohen Konversion von 20-30% oder noch höher, statt nur 0,1-0,3% wie mit einer Webseite? Und wie ziehen auch Sie Interessenten und Kunden magnetisch an? Sie bewerben ein unwiderstehliches Angebot, zum Beispiel ein schönes Geschenk, einen wertvollen Gutschein, eine Einladung, ein interessantes E-Book, das Sie verschenken und so weiter. Je besser dieser Deal, das sogenannte Freebie ist, desto mehr Menschen werden sich in Ihre Liste eintragen. Anstatt viel Geld in die Werbung mit unvorhersehbaren Ergebnissen zu stecken, bringt Ihnen Ihr Angebot Menschen, die sich registrieren, um Ihr Angebot zu erhalten. Ihre Liste wächst. Oder Sie bieten ein Produkt oder eine Dienstleistung zu einem ganz besonderen Preis an. Nicht, um unbedingt Gewinn zu machen, sondern neue Kunden zu gewinnen. Der Preis sollte Ihre Kosten decken. So kostet Ihre Werbung nichts, siehe beim Amazon-Kniff. Da Menschen immer an Sonderangeboten interessiert sind, geben Sie gerne Ihre E-Mail-Adresse ab. Sie kennen das von den Sonderangeboten, zum Beispiel in Supermärkten oder der TV-Werbung. Sie erhalten E-Mail-Adressen von echten Interessenten, die Sie nachbearbeiten können. Ihre Goldmine. Und das ist sehr wichtig, weil Sie mindestens 7-mal mit den Interessenten in Kontakt treten müssen, um diese in Kunden zu verwandeln. Dies ist eine alte Marketingweisheit. Apropos E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist nach wie vor die Nummer 1. Allerdings wissen viele, mit den ganzen Informationen, Hypes, tollen neuen Messaging-Methoden, Übertreibungen und kurzfristigen Trends einfach nicht, was wirklich funktioniert, was der nächste und logische Schritt ist. Meine Empfehlung daher: Nutzen Sie das, was sich über viele Jahre bewährt hat und wohl noch viele Jahre bewähren wird. Und das ist E-Mail. Wenn Sie das beherrschen und alles ausgeschöpft haben, können Sie natürlich weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie Messengers und so weiter. Aber es macht keinen Sinn, alles auf einmal machen zu wollen, weil so verzettelt man sich und es klappt gar nichts mehr. Wenn mir Junge sagen, dass E-Mail völlig out ist, dann frage ich, mit was sie sich zum Beispiel bei Facebook angemeldet haben. Eben, mit einer E-Mail-Adresse. Und auch Facebook nutzt nach wie vor E-Mail, um mit den Mitgliedern zu kommunizieren. E-Mail out? Wohl kaum. Aber klar, jeder versucht, seine neuen Ideen zum Besten zu geben und so wird mehr Verwirrung als Nutzen geschaffen. Leider gibt es dann viele selbsternannte Gurus, die auf einer dieser Welle reiten und diese Welle ist oft schneller weg, als sie gekommen ist. Gerade in letzter Zeit wurden enorm viele Kurse für diese Hypes angeboten. Und das Ergebnis, wenn der Kurs vorbei war, war schon wieder alles anders. Bleiben Sie daher bei den Bewährten.